Hallihallo, nochmal klitzekleine Info für die heutigen zwei Folgen. Diese eine Folge hier, die nochmal zu Dingensbummens hier Festival geht und dann die danach folgende Folge, die wieder mit unserem normalen Let's Play weitergeht, ist ein bisschen verkrisselt. Ich habe leider die Grundeinstellungen vergessen, in meinem Aufnahmeprogramm wieder einzurichten, nachdem ich da was ausprobiert hatte, was rumprobiert hatte. Und dadurch sind die schnellen Kamerabewegungen alle ein bisschen unscharf. Ich hoffe, dass es trotzdem einigermaßen gut erkennbar ist. Ich habe mich noch nichts geändert, noch nichts hochgeladen. Ich hoffe, dass ich jetzt die drei Folgen nicht nochmal nachträglich aufnehmen kann. Also viel Spaß gleich mit den zwei Folgen. Bis bald. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tropico 6 mit unserer ersten Staffel und der nun 35. Folge immer noch auf Exkurs mit dem DLC Festival. Festival, gerade momentan und jetzt zur Zeit bei 14 Euro ungefähr vom Kostenfaktor her. Aber wir haben schon einige schöne Sachen gesehen, die auch sehr viel Einfluss auf unser Gameplay hätten, wenn es denn gerade auf meinen Spielstand greifen würde. Bevor es aber losgeht, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Irrlichtart. Denn Irrlichtart hat ebenfalls am 27.10.2020 ein öffentlich sichtbares Abo auf YouTube hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, mein Lieber. Du warst Herz Nummer 358. Irrlichtart wird jetzt aber wieder ausgeblendet. Kurze Info vorweg, normalerweise Sonntagsfolge geht bei mir immer 45 Minuten. Da ich jetzt aber nicht weiß, wie lange das jetzt hier noch geht, ich will euch ja noch so ein bisschen die einzelnen Mechaniken zeigen, jetzt die im DSC vorhanden sind, die Festivals zeigen und so weiter und so fort. Kann es sein, dass es kürzer geht oder sogar noch länger geht, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall blende ich jetzt erstmal nach diesem wunderbaren Blick hier auf den Konzertsaal. Konzerthalle, Konzertbühne, was auch immer. Das Interface wieder ein. Konzertbühne heißt das Ding, okay. Konzertbühne, wir gucken uns das natürlich wieder an. Hier ist es auch wieder ein einmalig baubares Gebäude. Veranstaltet sowohl im Gebäude als auch in bis zu drei zugewiesenen Parks. Mindestens 2x2, da haben wir das Thema wieder, was ich in der gestrigen Folge hatte. Verbessert je nach Festival verschiedene Bedürfnisse. Es gibt keine Wohlstandsanforderungen für Besucher, gewährt je nach ausgewählten Festival unterschiedliche Boni und Effekte im Wirkungsbereich. Also auch wieder wichtig, wo platzierst du das Ding selber? Beziehungsweise wo platzierst du auch die Parks dazu? Also das ist schon ein sehr effektives Ding, denke ich mal. Du kannst ja bis zu drei Parks und dessen Wirkungsbereich verwenden. Und die Festivalbühne selbst auch nochmal, ne? Darüber hinaus steigert jedes Festival auch ein wenig die Effizienz aller nahegelegenen Gebäude und befriedigt diverse Bedürfnisse aller Besucher. Okay, benötigt Strom, benötigt Highschool-Absolventen, 4 Stück an der Zahl. Bisschen wenig, aber gut. Die Bands bringen dann den Rest des Personals mit, ne? Okay, was haben wir hier? Lernen durch Spaß. Erhöht die Effizienz folgender Gebäude um 100%. Also alles, was irgendwie Bildung bringt. Zeitung, Bibliothek, Highschool, Universität, Radiosender, Kindheitsmuseum, Fernsehstation, Forschungslabor, Raumfahrtprogramm und Atomprogramm. Satte 10 Gebäude kriegen dadurch diesen Bonus. Also Wissenschaftspunkte und Bildung an sich. So habe ich das verstanden. Obwohl Zeitung, Radio und Fernsehen bringt, glaube ich, keine Bildung. Bringt die Wissenschaftspunkte? Bildungspunkte? Moment. Ich glaube nämlich nicht, ne? Ah, diese Effekte hier werden dadurch verstärkt. Okay, klar. Die gibt es natürlich auch noch. Ja, gut, okay. So, wir sind aber noch nicht fertig hier. Natürlich nicht. Wie cool, ne? Hier gleich mit 3 Heli-Landeplätze. Ist schon... Was haben wir hier? Ah, okay, wegen dem Eingang, ne? Ja, hier ist nämlich der Eingang tatsächlich. Dass die Leute dann hier reinlaufen und hier findet dann das Konzert statt. Interessanterweise dürfen alle auf dem Strom rumlaufen, okay. Wir haben auch das Mischpult. Ja, hier wird alles gesteuert. Licht, Kamera, Ton. Okay, und eine Disco-Kugel unten dran, schön. Aber ich glaube, bei der Disco-Kugel... Ich glaube, da fährt die Schnur. Wird Angelrute sein. Hier, Angelleine sein. Wie heißt das? Angelschnur. So ist das Wort. Okay. So. Okay, wir sind noch nicht durch. Disco Delirium. Höhe Effizienz von Taverne, Zirkus, Botanischer Garten, Kirmes, Restaurant, Spielhalle, Fastfood, Restaurant, Kino, Wasserpark, Achterbahn, Stadion, Tanzschule und Straßenmusikant. Alter Schwede! Okay. Echt schade, dass man so ein Ding nur einmal bauen kann, ne? So, Party in deinem Mund. Erhöht die Effizienz von Molkerei, Konservenfabrik, Schokoladenfabrik und Fruchtpresse. Okay, kann also auch helfen, Geld zu machen.
Sehr gut, also sehr, sehr mächtiges Gebäude, muss ich mal sagen. Erhöht die Effizienz aller Tourismusgebäude um 100%. Besuchen Sie Tropico oder Sie werden es bereuen. Oha! Wissenschaftsmesse! Statt Geld generiert das Festival für jeden teilnehmenden Besucher Wissen? Oha! Atomkraft? Nein, nein! Verringert die Umweltverschmutzungsemissionen aller Gebäude in der Umgebung um 40% und erhöht die Effizienz aller Gebäude um 100% von Müllhalde und Recyclinganlagen. Wie hoch ist denn die Reichweite? Naja. Das muss man schon in seinem Stadtlayout mit einplanen dann, ne? Ist jetzt nicht sehr hoch, aber vielleicht können wir das auch wieder erweitern. Guck mal, Schnürsenkelbudget. Verringert die angeforderten Ressourcen für jedes Festival um 25%. Angeforderte Ressourcen, Feuerwerk und Ballons. In einer gewissen Menge. Jetzt steht hier bloß, dass es fertig ist. Es sind ein paar tausend, glaube ich, gewesen. Straft mich aber lügen, falls es nicht so sein sollte. Na gut, wir müssen wieder Parks zuweisen. Diesmal 3. Ich brauche noch ein weiteres 2x2 Parkgedönse. 2x2. Hier. Es sind ja 3, die gebaut werden müssen, ne? Die zugewiesen werden müssen. Machen wir mal. Park zuweisen. 1, 2, 3. Wunderbar. Ach, 3x3 geht auch. Ja klar, stand ja mindestens 2x2 da. Okay. Gut. Die Lichterkugel ist immer noch nicht weg. Tut mir leid. Die bleibt jetzt einfach mal da. Dann starten wir das Festival. Achso, die Zeit läuft nicht. Oh, mit Heli? Oha! Oha, deswegen die Landeplätze. Okay. Ich dachte erst, die Stars wären eingeflogen, aber denkste... Ja, sammeln sich schon langsam Leute hier vorne? Die Wahl war ein wahrer Ehre. Ja, natürlich. Ich mache die ein Festival nach dem anderen. Natürlich bin ich beliebt. Ich habe einen Vorschlag. Sie helfen mir. So, mit Rechtsklick könnte man die Sachen übrigens ausblenden. Ein bisschen echte Amrit. Such dir nach Antworten auf das Leben, das Universum und alles andere? Dann schließt euch mir an und feiert in Tropico das Lernen und die Bildung. Das war laut. Ja, das ist sehr laut. Boah. Mit E-Gitarre, okay. Gefällt mir. Es sind nämlich auch neue Songs hinzugefügt worden, die jetzt speziell für die Festivals selber gelten. Sind dann hier schon Gäste? Ein paar, ja. Und die tanzen. Okay. Bist du ein Rentner oder bist du? Kann ich helfen? Bist du zufälligerweise ein Rentner? Nee. Schade. Wäre witzig gewesen. Ist einfach nur arbeitslos. Wenn es der Opi hier gestanden hätte im Park und dem Heli zugewunken hätte und so, hätte ich witzig gefunden. Na gut. Hier vorne? Naja. Gut, ist jetzt auch nicht der beste Ort vielleicht gewesen. Ist hier gerade der Pfaffe am Tanzen? Jawohl, Partypfaffe! Cool. Okay. Ist, ja doch, gefällt mir. Der Rock'n'Roll-Pfaffe. Okay. Ach, herrlich. So, ich glaube, ich habe jetzt hier nichts vergessen, ne? Läuft aber auch sehr, sehr lange, das Festival, wie ich hier gerade sehe. Jetzt noch mindestens 9 Monate. Das ist schon mächtig. Also, ich sag's mal so. Diese kleine Reichweite von der Konzertbühne ist natürlich ein Nachteil, aber wenn du in deinem Stadtlayout die Parkanlagen mit einplanst, es sind mindestens 2x2 Parkanlagen, also hier die mittelgroßen. Wenn du das irgendwo zwischen die Gebäude mit reinsetzt, Wohngebäude oder Fabrikgebäude, je nachdem, oder Bildungsgebäude, was auch immer man dafür braucht, was man dafür ein Festival machen möchte. Wenn du das alles mit einplanst, ist das doch schon sehr, sehr mächtig und hat doch so im Verhältnis doch einen sehr großen Wirkungsbereich, ne? Weil man muss die ja nicht alle beieinander platzieren, man kann die auch irgendwo in der Stadt verteilen. Beziehungsweise unterschiedliche Festivals, unterschiedliche Parkanlagen. Kann man ja auch machen. Ich muss ja auch nicht zwangsweise alle 3 zuordnen, wenn ich das richtig verstanden habe. Es reicht theoretisch auch, wenn ich ein Park pro Festival zuordne. Theoretisch. Ist ein bisschen rumgefummelt, bis rumgeklicke. Ja? Kann ich jetzt nicht rausnehmen, weil das Fest gerade läuft. Okay. Aber ich kann jetzt zum Beispiel hier einen Park 2x2 reinsetzen. Hier noch einen Park 2x2 reinsetzen. Und dann irgendwo, weiß ich nicht, bei den Solaranlagen oder so, noch einen Park 2x2 reinsetzen. Und dann... je nachdem, was ich gerade brauche, ein entsprechendes Festival starten. Wir haben ja gesehen, es gibt hier sehr mächtige, unterschiedliche Festivals. Das liegt ganz gut. Doch, schöne Mechanik, haben sie sich kurz was überlegt.
Ich sag jetzt hier, abreißen, denn wir gehen zum nächsten Gebäude über. Wir haben es schon zwischendurch mal gelesen. Straßenmusikanten, die gibt's auch. Tatsächlich. Ich hatte hier auf der Allee 2 gebaut. Hier ist tatsächlich gerade mal einer am Arbeiten, okay. Ach, das ist dieser Disco Fox, okay. Dachte schon, das wäre ein normaler Typ, aber denkst du. Ihr solltet natürlich auch mal die Löhne erhöhen für die Leute. Für die Leute. Straßenmusikant, wir gucken rein. Unterhaltung. Wo ist er? Da ist er. Kann an Straßen aufgestellt werden, muss wirklich direkt auf der Straße platziert werden, wie die Bushaltestelle so ähnlich, um Geld von passierenden Bürgern zu sammeln. Außerdem bieten sie Spaß für besuchende Bürger, wird von Kulturreisenden bevorzugt, es gibt keine Wohlstandsanforderungen für die Besucher. Okay, mal gucken, welche Effekte die haben. Irgendwie unterhaltsam steht hier. Straßenmusiker hat die Möglichkeit, Geld von den Besuchern zu stehlen. Was? Die Höhe des auf diese Weise generierten Geldes variiert. Das Gebäude wird auf Basiseinstellungen betrieben. Taschendiebe verringert die Verbrechenssicherheit um 10. Erhöht die Chance, Einkommen zu erzielen um 20% und die Höhe des erzielten Geldbetrages um 2. Maximale Anstrengung verringert die Zeit, die Besucher mit dem Anschauen verbringen und die Servicequalität. Der Straßenkünstler tanzt schneller und erhöht zu den Besucher. Und erhöht so den Besucherdurchsatz. Aha. Muss erforscht werden. Ja, auch. Bin ich jetzt aber ein bisschen diskriminierend gegenüber Straßenmusikanten, dass sie automatisch gleich als Kriminelle dargestellt werden, muss ich hier mal wirklich sagen. Das sind staatliche Gebühren tatsächlich, die man hier einspielt. Also es ist so eine Art Betrieb. Cool. Und wie? Huch. Was erfordert das? Ungebildet. Okay. So, was haben wir noch für Erweiterungsmöglichkeiten? Boombox. Der Straßenkünstler nutzt Strom, um seine Show mit Spezialeffekten aufzupeppen. Die Servicequalität und die Arbeitsqualität werden erhöht und es wird nur eine geringe Menge Strom verbraucht. Mal, wie viel? 2. 2 Megawatt? Wow, okay. Geringe Menge, ja? Gut. Kann weg. Sind wir durch. Hier kann kein Festival gestartet werden, das ist für nebenher, ne? Ah, hier sehen wir wirklich, variiert mit den Gebühren, ne? Zwischen 2 und 8 ist irgendwie alles dabei. Variiert natürlich auch so ein bisschen daran, wie viele gerade da sind wahrscheinlich. Nee, doch nicht. Oh. Der Lohn bleibt ja gleich. Okay. Wenn ich das so mache? Auch nicht. Servicequalität ist nur bei 23. Vorzug von Couturel. Aha. Ach, hier steht da auch die benötigte Bildung. Das habe ich jetzt erst gesehen. Schön. Nach über 30 Folgen. Segnet endlich mal. Können wir über die Probleme reden? Ja. Hier, tschüss. Nee, passiert nicht. Lass mal den Monat passieren. Hey, Präsident. Ich habe mir... Geh weg. Immer noch 5. Okay. Keine Ahnung, wovon das abhängt. Bin ich ganz ehrlich. Aber weg damit. Was haben wir noch? Wir haben eine Tanzschule. Die Tanzschule selber hat auch kein Festival, aber sie hat Dinge, die sie machen kann. Wir gucken uns an, was es ist. Tanzschule. Bietet Spaß für besuchende Bürger und Touristen, erhöht außerdem Gesundheitsversorgungszufriedenheit. Witzigerweise. Vielleicht, weil die Leute fitter sind durch das Tanzen, kann auch sein. Von abenteuerlustigen Touristen bevorzugt. Eine Wohlstandsanforderung für Besucher. Erfordert 3 ungebildete Leute, ich habe gar nicht so richtig auf die Preise geachtet. Es sind teilweise relativ günstige Sachen dabei. Im Verhältnis zu zum Beispiel Fabriken. Ne? Aber okay. So. Jetzt gucken wir auf die Arbeitsmodi natürlich wieder. Was haben wir hier? Ungebildet, Lohn, Effizienz, Besucher bis zu 9. Okay. Bei 3 Angestellten. Okay. Dann der Tanz. Das Gebäude wird auf Basiseinstellungen betrieben. Es gibt keine Wohlstandsanforderungen, bla bla bla. Und bietet Spaß. Okay, Spaß ist natürlich auch noch wichtig. Also Unterhaltungsgebäude, so an sich. Besucher müssen reich oder höher sein, also wohlhabender sein. Erhöht die Gebühr um 100%, verringert die Arbeitsqualität des Gebäudes um 30%. Das Gebäude erhöht außerdem die Gesundheitszufriedenheit der Besucher um 10%. Gebotene Spaßzufriedenheit wird um 10% gesenkt, erhöht die Arbeitsqualität des Gebäudes. Aha. Also, ich kann es mir aussuchen.
kleine Übersetzungsfehler sind noch passiert, beziehungsweise Textbausteine wurden hier teilweise einfach nur übernommen. Aber gut, ist frisch released, ist gestern erst rausgekommen. Von daher, da wird noch ein bisschen was nachgewiesen. So, was haben wir hier noch? Persönlicher Trainer, erhöht die Effizienz des Gebäudes um 10%, verringert die Arbeitsplätze um 2. Wow! Warum? So, nur noch ein Arbeitsplatz. Ja, krass! Aber trotzdem gleiche Anzahl an Besuchern, okay? Und effizienter. Na gut. Je effizienter, desto schneller sind die Besucher sozusagen abgefertigt und so weiter und so fort. Okay. Ich glaube, das ist es gewesen, ne? Hoppla. Wir sind durch. Nach 15 Minuten. Feuerwerk! Los! Läuft bereits? Wo denn? Ach da, jetzt. Da geht's hoch. Okay. ja. Nach 15 Minuten sind wir schon durch. Warum habe ich eigentlich einen Ölturm gebaut? Brauche ich doch gar nicht für Gummi. Egal. Ansonsten ist hier, glaube ich, nirgendwo was hinzugekommen. Nicht jede Nation ist mit Tropico befreundet, Fress. Nicht so. Ach du Jemine. Vergesst, was ich vorhin gesagt habe. Mit Rechtsklick kann man es ausblenden. Man bricht die ab. Man beendet die Mission dadurch. Oh. Also man verliert auch Ruf und alles, ne? Hoppla. Tja. Gut, das ist es gewesen. Möchte ich behaupten. Wollen wir es vergessen? Nee, hier hatte ich bloß eine Recyclinganlage gebaut, damit hier nicht irgendwelche Probleme, Proteste, Angriffe und so weiter kommen. Feuerwerksfabrik hatten wir uns auch angeguckt, ne? Ja, hier auch die dicke Kohle, nicht rauchen. Okay. Ihr Lieben. Dann würde ich sagen, überlege ich mir mal, ob und wann ich das noch hinbekomme, noch eine weitere normale Let's Play-Folge für heute einzuballern. Es kann sein, dass jetzt im Anschluss nach dieser Folge hier unser normaler Spielstand weitergeht. Kann gut möglich sein. Ich muss mal gucken, wie ich das zeitlich hinbekomme, weil ich muss jetzt noch langsam mal zur Arbeit. Das ist früh am Morgen. Ich muss mal mit der Arbeit anfangen. Und heute Abend ist ja bei mir auf dem Freitag immer Livestream. Ich weiß noch nicht, ob ich das da irgendwo zwischenquetschen kann. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. So viel dazu zum Thema DSC Festival. Mein Fazit, ja, ist auf jeden Fall schick. 14 Euro ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber auf der anderen Seite hast du sehr mächtige Spielinhalte. Wir haben es gesehen bei der Konzertbühne alleine schon. Oder auch das coole Ding mit dieser riesen Disco-Kugel vom Party-Zeppelin aus und so weiter und so fort. Mit wirklich sehr, sehr effektiven Effekten. Effektive Effekte? Mächtige Effekte auf verschiedenste Bereiche in der gesamten Planwirtschaft hier. Freien Wirtschaft hier. Wir sind natürlich alles unter dem Deckmantel der Demokratie. Auf Tropico. Finde ich ganz cool. Und vor allem, ich konnte jetzt auch mal den Sandbox-Modus kennenlernen, den ich euch mal zeigen konnte. Gut, minimal buggy ist es, ein paar kleine, unschöne Textbausteine sind noch drin, okay. Aber sonst, ich, von meiner Seite her würde ich sagen, ja, okay, wenn man die 14 Euro hat und sagt, ich möchte es schon mit haben, ich möchte dieses Micromanagement da noch mit reinnehmen für ein weiteres Stadtlayout, was Parkanlagen, Konzertbühne und so weiter und so fort mit berücksichtigt, ja. Auf jeden Fall. Da würde ich sagen, es gibt andere Spieleentwickler, wo die ich jetzt nicht benenne. Da sind die DLCs um Welten teurer. Ne? Von daher. Ist ein schönes Ding. Kann man ja anders sagen. Ja, und jetzt die Abmoderation, die ich eigentlich schon angefangen hatte. Wenn es euch gefallen hat, schaut einfach in die nächste Folge rein, beziehungsweise morgen wieder rein. Morgen geht es allerdings nicht mit Tropico 6 weiter, sondern wieder mit Die Gilde 3. Ich bin sehr gespannt, ob ich das noch hinbekomme, dass das neue Update mit reinkommt. Denn das sollte jetzt zum Monatswechsel passieren, wurde angekündigt. Gut, ihr Lieben, macht's gut, bis bald und tschüss.